Heute habe ich mit Deutschlands führenden Hirnforscher eingeladen und der wird mir erzählen, wie Emotionen und die Fülle des Gehirns zusammen vernetzt sind. Ich freue mich sehr auf Professor Dr. Gerald Hüther. Wenn Sie jetzt fragen, wie merkt das Hirn, was wichtig ist, das geht über die Gefühle. Das geht über die Aktivierung der emotionalen Zentren. Ohne Gefühle wüssten wir überhaupt nicht, was wichtig ist. Wir könnten das Wichtige vom Unwichtigen nicht unterscheiden. Wenn wir uns hier im Raum umschauen, würden wir wie ein Computer alles wahrnehmen und könnten nichts auseinanderhalten. Deshalb brauchen Kinder so unstrukturierte Welten wie möglich, in denen sie möglichst ohne Bewachung durch irgendeinen Erwachsenen ausprobieren können, was geht. Es ist manchmal hilfreich, nicht in die modernste Wissenschaft zu schauen, was die schon wieder für Befunde haben, sondern einfach mal zurückzuschauen in die Menschheitsgeschichte und zu fragen, wie die es immer gemacht haben. Dass Kinder immer so aufgewachsen sind, dass die sich in altersgemischten Gruppen all das gegenseitig beigebracht haben, was sie brauchten. Das war individuelle Förderung. Schule in diesem Sinne, wie wir das heute machen, wo altershomogene Gruppen unterrichtet werden, ist eigentlich eine Absurdität. Weil die Talente und Begabung, also die Potenziale, die in uns Menschen angelegt sind, in diesem System gar nicht zur Entfaltung kommen können. Potenzialentfaltung, so heißt eigentlich die das zweite Schlüsselwort für das 21. Jahrhundert neben der Selbstorganisation und hoffe, dass viele diese kleine Aufzeichnung sehen und sie auch als etwas verstehen, was es in Wirklichkeit ist. Es ist ein Versuch, andere Menschen einzuladen und zu ermutigen und zu inspirieren, nochmal auszuprobieren, was noch alles geht.